Okay. So, nochmal ein bisschen tanken hier und dann geht's weiter. Ich kläre das nochmal einmal eben hier, ne? Geh mal durch, Wachmeister. Gleich haben wir es geschafft. Wir fahren jetzt direkt. Ich habe eigentlich eine andere Route geplant, aber wir fahren jetzt direkt. Hoppala. Das werde ich hier aber nochmal anmerken hier. Muss ich noch reklamieren. Ja, ich glaube ja. Freunde, jetzt geht's endlich los hier. Wir sind leicht abweichend von dem Zeitplan, aber gut, so ist das manchmal in so einer großen Truppe, ne? Gerade wenn aus verschiedenen Standorten die Leute halt anreisen. Jetzt gab es natürlich gerade bei den Petrol Nerds noch Probleme. Der Björn ist zum Glück Harley-Schrauber, also der kennt sich aus. Das wird funzen. Aber da ist irgendwie die Vorderbremse fest. Ja, sowas kannst du halt nicht einplanen, ne? So ist es nun mal. Hinter mir sind ungefähr, ach weiß ich gar nicht, 35 Harleys oder so. Also ist schon eine gute Truppe. Wir haben uns jetzt gesammelt, waren gerade noch einchecken im Hotel Bad Triburg. Und ja, dann geht die Reise mal los. Oh Leute, ey, wenn ihr sehen könntet, wenn ich hier in den Rückspiegel gucke, was da hinten noch alles kommt, das ist mal geil. Und es ist so schön einfach, dass die ganzen Leute quasi mich besuchen kommen. Was für eine geile Aktion. Wie gesagt, Hannover, Hamburg, das ganze Rheinland ist gefühlt hier auf der Harley am Start. Es ist schon ein Träumchen. Ach genau, und natürlich auch Michael, der halt mal eben gestern noch aus Wiesbaden angereist ist. Was für eine geile Truppe, ich kann es einfach nur immer wieder sagen. Ja, gleich kommen wir in meinen aktuellen Ort rein, da wo wir leben. Da wird gleich mein Sohn wahrscheinlich stehen und der wird ziemlich begeistert sein. Da wird er sich freuen. Ich glaube, so eine große Truppe hat er auch noch nicht gesehen. Das ist cool. Der Kleine, ey. Das freut mich doch. So,
So, gleich sind wir da. Jetzt sind es ungefähr noch so, ich sag mal, maximal 10 Minuten. Dann haben wir die Jungs und Mädels dann auch mal zum Köderberg gebracht. Ja, man kriegt hier gar nicht alles drauf. Ey, Marco und Muka, ohne Spaß, ne? Also mich ist das, ich finde das hier voll stressig, hier vorne zu fahren. Das ist die ganze Zeit, du musst ja nur am gucken, sind alle da, sind alle, kommen alle mit, müssen wir hier schauen, die Geschwindigkeit irgendwie immer anzupassen. Also, also ganz ehrlich, großen Respekt an euch beide, weil wer das vielleicht noch nicht weiß oder nicht mitbekommen hat, die beiden machen das halt wirklich regelmäßig, ne? Ich weiß nicht, wer da sonst noch so alles macht, keine Ahnung, aber boah, alter Schwede, Respekt. Meins ist es nicht. Guckt das euch mal an hier, Alter. So, und jetzt kann man den Köderberg auf jeden Fall schon mal sehen. Fünf Minuten sind wir da. So, da kommen wir der Sache schon näher. So, da sind wir angekommen. Da ist er, der Köderberg. Wir fahren jetzt noch eine Runde weiter zu meinen Schwiegereltern. Dann gibt es noch ein bisschen Bier und dann gehen wir ins Hotel, kurz frisch machen und dann geht's ins Steakhouse.